und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Knights and Dragons German. Ich habe jetzt ein paar Fusionsboost-Armors noch bekommen und dachte mir, das wäre doch der richtige Augenblick, um endlich mal meine Epic-Rüstung, die ich schon hatte, meine Blazeborn Vanguard zu komplettieren. Hätte ich wahrscheinlich auch ohne geschafft, aber mit ist es natürlich noch viel lustiger. Da packen wir jetzt erstmal ein paar rein. Ich glaube, ich hatte noch 8 oder 9 Stück sowieso und jetzt habe ich bei den letzten Kisten ja ein paar bekommen. Und hier packe ich praktisch 4 rein und man sieht, 5 Level hoch, das ist schon mal ordentlich. Und weil man sich ja nicht lumpen lässt, macht man das Ganze nochmal. Ich könnte natürlich auch andere Fusionsboosts benutzen, aber wie soll ich sagen? Man kriegt natürlich mit Feuer, kriegt man nochmal extra Fusionserfahrung. Und anstatt 150, 180 und das ist schon mal ordentlich. So, jetzt sind wir auf 97. Da dachte ich mir dann, hey, vielleicht schaffen wir das ja nur mit einem. 2 wären auf jeden Fall zu viel gewesen. Und hab die da mal noch reingeblasen. Und wer hätte das gedacht? Das hat natürlich nicht ganz gereicht. Aber jetzt für die letzten paar Erfahrungspunkte nochmal eine Fusionsboost auszugeben, wäre natürlich auch Völlerei gewesen. Und da ich ja ein paar Rüstungen bekommen hatte, dachte ich mir, schauen wir mal nach. Silber wollte ich jetzt nicht gerade nehmen, aber ich habe dann halt nur noch auch 2 Sterne-Rüstungen gehabt. Hier sieht man meinen Wecker. Ich glaube, ich habe es eBay genannt. Ich habe jetzt selber nicht geguckt, aber den Wecker mache ich mir an, zum Beispiel, wenn die Epic-Boss-Energie voll ist oder so, weil dieses normale Erinnerungsschildchen oben, das ist bei mir auf lautlos gestellt, das merke ich gar nicht. Und dementsprechend, musste ich dann mich praktisch per Wecker dran erinnern. Gut, ja, ich habe mir halt da jetzt 2 Sterne-Rüstungen ausgesucht, nach Möglichkeit, von denen ich viele hatte, weil ich natürlich auch gerne eigentlich 2 Sterne-Rüstungen verfusioniere, wobei ich jetzt mittlerweile auch am Überlegen bin, ob ich das überhaupt noch machen soll, weil ich habe ja jetzt ein paar Rüstungen, also 2 Rüstungen noch, die ich noch hochpowern muss, unbedingt hochpowern muss. Und dementsprechend muss man da mal schauen. So, da haben wir mal 3 Rüstungen reingesetzt. Und schwuppdiwupp. Level 99. Maximum Level. Dachte ich mir, zeige ich euch das nochmal. Jetzt seht ihr gleich einen wundervollen Anfall von Geschicklichkeit. Erst nochmal zurück zu meiner schönen Epic, die ich jetzt habe. Die ich total stolz bin, falls ich es noch nicht 1000-mal erwähnt habe. Auf die bin ich auch sehr, sehr stolz. Ich finde die klasse. Und jetzt versuche ich eigentlich zu meinen ausgebauten Armors zu kommen. Und natürlich habe ich dann irgendwie doch wieder richtig drauf gedatscht und habe dann gestoppt. So. Und dann kommen wir jetzt hier hinten zu meiner fertigen Blazeborn und Assassin's Shroud und die, wie auch immer sie nochmal heißt. Ja. Schöne Rüstung, alles. Gut, das war's soweit dann eigentlich schon. Ich wünsche euch, lasst es krachen. Bis dann, euer Eid.